16 Bars TV, wir sind heute bei Azad, der bald sein neues Album Leben 2 in die Läden stellt. Und die 2 hinter dem Titel verrät, dass es ein Leben 1 gab. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, deine Rap-Karriere Revue passieren lassen und uns ein paar Fotos angucken, die wir dir mitgebracht haben. Hast du Bock? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Gut, dann darfst du jetzt das magische Fotoalbum öffnen und das erste Bild sehen. Was siehst du? Einen jungen Bengel. Ja, da bin ich, glaube ich, 17 oder so. Und da sind wir, lass mich nicht lügen, ich glaube, bei D-Flame zu Hause und Viva war zu Besuch. Und wir haben, glaube ich, Geld regiert die Welt so performt. Genau. Das war, weißt du, in welchem Jahr das war? Nee. 95 war das. Und 95 hieß... Fucking fassbar. Schon eine Weile her, ne? 20 Jahre inzwischen. Mhm. Und damals, hieß du damals schon Azad? Ich glaube nicht, du hattest noch einen anderen Namen, oder? Mein erster Künstlername war Assassin. Weißt du noch, wann du mit dem Rappen angefangen hast und was es alles gebraucht hat, bis du zu dieser Live-Performance kamst? Wann ich angefangen habe? Also für Hip-Hop habe ich mich angefangen mit 10 Jahren zu interessieren. Und wann ich angefangen habe zu rappen, ich glaube mit 16 oder sowas. So die ersten Sachen, wo du konkret von dir hast hören lassen, war ja so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Du hast schon gesagt, du warst mit D-Flame unterwegs, du warst mit den Producern A-Bomb und Combat unterwegs. Und die Formation Asiatic Warriors aus den 4 Personen, die du gerade genannt hast. Genau, ihr hattet aber vorher noch einen anderen Crewnamen, oder? Genau, Golden Loco. Das war aber noch, da waren die zu dritt ohne mich. Da war ich noch solo und als Assassin. Der komplette Name war eigentlich Assassin Full Effect, was aus dem Namen Azad Azadpur halt entstand, die AZAZ in Full Effect. So, und deswegen Assassin Full Effect. Ja. Was verbindest du so mit der Zeit? Ist das ja wahrscheinlich mit die aufregendste Zeit in deiner Karriere gewesen, oder? Wo man so... Alles, wo alles noch neu war? Ja, aufregendste kann man schwer sagen, weil ja sehr, sehr viele Etappen in meiner Karriere waren. Aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende und es war eine Entdeckungsreise, weil so wie du sagst, alles neu war und man hat alles erstmal zum ersten Mal entdeckt und probiert und die ersten Schritte so in den verschiedenen Bereichen wie Produktion, DJing oder Rappen gemacht. Und dementsprechend war das natürlich eine sehr abenteuerliche und spannende Phase in meiner Karriere. Wie seid ihr auf den Namen Asiatic Warriors gekommen? Das war die Flames Idee, weil, ja so genau kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen, aber es war halt, weil Combat und A-Bomb waren Türken, ich als Kurde und die geografische Lage unserer Länder ist ja Asien und da hat er das noch irgendwie erklärt, wie das mit den Afrikanern und Schwarzen noch dazu. Und ja, aber da will ich jetzt, bevor ich da irgendwas erzähle, was ich nicht mehr weiß. So, auf jeden Fall war das auf die geografische Lage unserer Herkunftsländer bezogen und ja. Ich habe mich sofort an den Wu-Tang Clan erinnert gefühlt, weil die ja auch so ein Asia-Thema hatten und mit Cream, da ging es ja auch um Geld. Habt ihr damals viel Ami-Rap gehört? Ich glaube, ihr wart auch mehrsprachig unterwegs, ne? Ihr habt ja zuerst Englisch gerappt? Genau, als Asiatic Warriors haben wir erstmal auf Englisch gerappt und haben dann auf unserer EP aus Spaß gedacht, komm, wir rappen mal auf Deutsch. So, was? Ist doch verrückt. Oh, sind wir mal so verrückt, machen wir einen Song auf Deutsch. Und dann haben wir einen Song auf Deutsch gemacht und das hat uns so viel Spaß gemacht und wir haben uns damit so wohlgefühlt und wohler gefühlt, als auf Englisch zu rappen, dass wir gesagt haben, so, wir lassen das mit dem Englischen und machen jetzt nur noch deutschen Rap. Das ging ja dann, das war ja dann quasi so ein Einschnitt für dich, das war dieser erste Schritt ins Rampenlicht. Hast du noch Kontakt mit den Leuten aus dieser Zeit? Wie ist da das Verhältnis? Also Flame ist ja vor einigen Jahren schon nach Hamburg gezogen, dementsprechend sehen wir uns nicht mehr so oft, aber ab und zu ist er dann auch in der Nordweststadt und wenn, dann sehen wir uns so zufällig eher und Combat und A-Bomb auch, dann läuft man sich über den Weg, grüßt sich, freut sich so. Alles klar, dann darfst du die nächste Seite aufschlagen, kommen wir zum nächsten Bild. Wir machen einen relativ großen Sprung. Weißt du, wann dieses Foto entstanden ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall. Ach so, doch, das war in Hamburg und da waren wir bei Sammy im Studio, weil wir, glaube ich, zu der Zeit Napalm und Leben gemischt haben in Hamburg. Ich glaube, irgendwie so war der Zusammenhang, aber da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Okay, das war aber doch dann schon zu einer Zeit, wo sich quasi so eine, dieser legendäre Beef zwischen euch so ein bisschen abgezeichnet hat. Habt ihr da so miteinander rumgehangen? Nee, abgezeichnet nicht, sonst hätten wir ja nicht so ein Foto gemacht. Deswegen, ich frage mich gerade, wie das dann zustande gekommen ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wann und wo das Foto war. Also ich glaube, es war in Hamburg im Studio von denen und ja, weiß ich nicht mehr. Oder war das, ihr habt ja später auch noch einen Song zusammen gemacht, ne? Der Boss und genau, der Baus. Genau, auf Asphalt und Fett haben wir dann einen Song zusammen gemacht. Genau, also das war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben, überhaupt so, ja. Das war ja dann quasi nach dieser ganzen Beef-Geschichte. Weißt du noch, wie das zustande gekommen ist, warum du dich dazu entschieden hast, eine klare Ansage in die Richtung zu machen? Klare Ansage in die Richtung, dass wir einen Song machen, meinst du? Oder nee, ich meine, das... Genau. Ich habe ihn als Rapper sehr geschätzt, von seinen Talenten und Fähigkeiten her und war damals als Rap-Fanatiker enttäuscht, was er für einen Weg gegangen ist, so mit Ola Di Da und so, der, Ladies and Gentlemen hieß, glaube ich, der Song, war mir einfach so zu Mainstream und zu seicht und zu, ja, sonst was, ne? Und voller Fanatismus und Hunger, wie ich damals war, als junger Bursche, dachte ich, muss ich mal sagen, dass mich das abfuckt. Und dann habe ich zwei Zeilen auf Gegen den Strom gerappt, wo ich gesagt habe, Ola Di Da ist mir zu lapidar, etc. Und daraufhin hat er einen kompletten Diss-Song gemacht gegen mich. Und ich dachte, weißt du noch, wie der hieß? Boah, wie hieß denn der? Da fragst du mich was. Ist ein Tipp? Ja. Süß. Süß? Rache ist süß, hieß er. Genau, okay. Wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Rache ist süß, genau. Da hat er den Song gemacht und ich hatte das Gefühl, dass es kein Gleichgewicht ist, zwei Zeilen und ein kompletter Song. Und aus dem Aspekt habe ich dann gedacht, gut, da muss ich nochmal einen Song hinterherhauen und habe dann Sammy the Bitch gemacht. Das ist aber ganz interessant, weil du warst jetzt zu der Zeit schon bei Moses P., bei 3P? Genau, 3P hat mich damals unter Vertrag genommen und bei 3P erschien dann Leben 1, Faust des Nordwestens, also meine ersten zwei Alben erschienen da. Da gab es aber innerhalb der Underground-Szene auch schon eine ziemliche Skepsis dir gegenüber, oder? Dass die Leute gesagt haben, okay, er arbeitet jetzt mit dem Typen zusammen, der auch in den Charts unterwegs ist, auch auf den gängigen Mainstream-Sachen. Konntest du dich da nicht ein Stück weit auch mit Sammy identifizieren, was das angeht? Also die Stimmen gab es schon, dass die gesagt haben, hier, wieso gehst du dahin? Die machen doch auch Pop und Mainstream-Sachen und ja gut, die Stimmen waren dann alle leiser, als das Album rauskam und null mit irgendwelchen Mainstream oder sonst irgendwelchen Popkram zu tun hatten, sondern extrem kompromisslos war. Damit waren dann, glaube ich, diese Mäuler auch gestopft. Und ja, das war ja auch meine Prämisse, als ich mit Moses geredet habe, dass ich gesagt habe, so, wenn ich nicht alles so machen kann, wie ich das will, dann brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Danke, ich stehe trotzdem fürs Angebot. Und er hat auch den Satz, den ich nie vergessen werde, zu mir gesagt, wenn ich wollte, dass du was anderes machst, dann würde ich dich nicht wollen. So, ich will, dass du das machst, was du machst, so wie du es willst. Und dann habe ich gesagt, super, hammer, geil, danke für das Angebot. Und dann sind wir diesen Weg zusammengegangen, wofür ich ihm bis heute dankbar bin, weil ich hatte weder ein Demo noch sonst irgendwas. Er hat anhand von einem Vers mein Talent erkannt und an mich geglaubt und in mich investiert. Und das honoriere ich ihm bis heute. Du hast ja auch rückblickend mit der Zeit gut abgeschlossen und das Ganze auch nochmal mit einer etwas sportlicheren Perspektive bewertet. Wir haben ein Interview gemacht 2014 mit Sammy und haben ihn nochmal gefragt nach dieser Beef-Geschichte und da hast du ihm ja auch nochmal getweetet und hast ihm, glaube ich, gratuliert und hast ihm gesagt, dein Song war auch der bessere. Ja, rückblickend muss ich auch sagen, wenn ich alle Faktoren in die Rechnung mit aufnehme, dass sein Song besser war, weil er einfach sauberer gerappt hat und ich zu dem Zeitpunkt noch meine Stolperer hatte, so. Und dementsprechend fand ich, war er der Sieger.
und habe das dann auch so geäußert, was uns zurückführt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich denke, okay, ja, da war das, was der gemacht hat, ist scheiße, sage ich, hallo, das finde ich scheiße, oh, das finde ich cool, ey, was ich gemacht habe, finde ich Hammer, was ich gemacht habe, finde ich scheiße. Ich sag so, wie es halt ist. Und in dem Moment war ich der Meinung, ja, doch, du hast jetzt das Battle gewonnen und habe das dann auch geäußert. So. Dann darfst du noch einmal umblättern und wir kommen zum nächsten Bild. Da wirst du dich mit Sicherheit noch sehr gut dran erinnern, wie alle anderen auch. Da war doch mal was. Ja. Was willst du hören? Ja, ich will hören, wie du die Sache heute siehst, was du fühlst, wenn du das Bild siehst. Ich bin etwas peinlich berührt, wenn ich das Bild sehe. Und ja, gut, war halt wie es war, was soll ich sagen? It is what it is. Also du würdest es auch auf keinen Fall nochmal machen oder irgendwie da dem was Positiven abgewinnen, sondern du sagst ganz klar, das ist scheiße gelaufen damals. Moment, das habe ich nicht gesagt. Also es gibt Grenzen, wenn man die bei mir überschreitet, dann kann ich anders werden. Generell bin ich aber nicht so, so würde ich sagen. Und auch da hast du ja durchaus das Kriegsbeil begraben. Ihr habt zusammen einen Song gemacht, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hast du heute noch einen Draht zu Sido? Steht ihr noch regelmäßig in Kontakt? Nee, leider nicht. Ich beobachte natürlich, was er macht. Finde auch toll, wie er als Künstler, also ich sehe in ihm wirklich einen guten Künstler und das sehe ich nicht in vielen Rappern. Und klar, die Geschmäcker, was die Lieder betreffen, gehen hier und da mal auseinander. Aber grundlegend, wenn ich analysiere, was er macht, ist es immer solide und das ist für Deutschrap schon cool. Ja. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Bild. Ach hier, mit Bushido, ja. Ja, wo das ist, habe ich keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, das wird auf der Tour gewesen sein, auf der wir zusammen waren. Ich glaube, es war 2004, 2005, so in dem Dreh. Ja, sieht aus wie eine Autogrammstunde. Ja, genau, das war eine Autogrammstunde, die wir irgendwo hatten, wo wir dann, ich glaube, vor dem Konzert zusammen Autogramme gegeben haben. Welche Gefühle verbindest du mit dieser Zeit, wo, das war ja damals, als Bushido quasi von Agro zu Universal gewechselt ist, und ihr dementsprechend, du warst auch zweimal auf Elektroghetto vertreten. Was fühlst du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst und insbesondere zu deiner Beziehung mit Bushido? War eine gute Zeit auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden, haben viel gelacht. Als wir das Feature gemacht haben, habe ich bei ihm zu Hause übernachtet und es war alles cool. Hat Spaß gemacht. Ihr hattet ja aber später durchaus nochmal eure Spannung. Genau, ja. Also später. Was genau der Auslöser war, weiß ich nicht mehr, aber irgendwas war, wo wir dann so ein bisschen, so wie du sagst, so Spannung hatten und auch einmal fast so aneinander geraten wären und so ein bisschen ein paar Probleme so waren, aber das hat sich dann auch in den Jahren geregelt und mittlerweile feiere ich auch die Sachen, die er macht und finde auch als Street-Rap-Fan sehr geil, dass er auf seinem Film bleibt und diesen harten Sound fährt, das feiere ich auf jeden Fall so. Ich glaube, er hatte damals in seiner Autobiografie 2008 so ein, zwei Sätze verloren. Genau, das war das. Ich glaube, das war der Auslöser. Genau, da hat er dann etwas unschön über mich geredet und wie ich bin, hatte ich dann den Drang, da irgendwas klarzustellen. Habt ihr dann auch gemacht, offensichtlich? Ja, erstmal nicht so im Schönen, aber dann, wie das bei Männern ist, haben wir das dann aus dem Weg geräumt. Er war ja wegen seines Albums mit Shindy Classic, war er auch bei uns nochmal am Start und wir haben ein paar Sachen mit ihm gedreht, unter anderem auch ein Video, das hieß Classic Tour. Hast du das mitgekriegt? Hast du das schon gehabt? Leider nicht. Wir haben quasi nochmal im Stile dieses Albums und des Themas Classic haben wir eben Klassiker vorgelegt aus allen möglichen Blickwinkeln, Games, Mode und eben auch Musik. Und da war unter anderem eben auch deine Platte dabei und da hat er sich auch nochmal sehr positiv dazu geäußert und hat gesagt, du warst quasi derjenige, den er gefeiert hat und den er hauptsächlich zu der Zeit gehört hat. Das freut mich sehr zu hören. Das ist ein sehr schönes Kompliment und wie gesagt, das kann ich auch nur zurückgeben. Also es gab nicht viele Rapper aus Deutschland, die über diesen langen Zeitraum, wo ich jetzt auch dabei bin, immer Platten gemacht haben, wo man immer gesagt hat, okay, das kann man auf jeden Fall feiern hören und das ist auf unserer Wellenlänge und das ist einer der wenigen, ist Bushido. Gibt es auch grundsätzlich so eine Solidarität, so einen Zusammenhang zwischen der alten Riege, die damals zusammen gestartet ist? Ich meine, Bushido kam ein bisschen später als du.
Aber trotzdem eben, ihr seid quasi zu einem ähnlichen Zeitpunkt richtig explodiert. Gibt es da so ein gewisses Zusammenhangsgefühl? Ich glaube, das ist nicht abhängig von, wir haben zur selben Zeit angefangen. Das hat mit der Musik und dem Menschen zu tun. Wenn man menschlich klarkommt und die Musik des anderen respektiert und feiert, dann ist da so ein positives Gefühl für was man halt hat für den Typen und die Kunst, die er macht. Aber ja, es gibt auch Typen aus der Zeit, die angefangen haben, als ich angefangen habe, die ich einfach als Typen voll die Deppen finde und deren Mucke auch voll opferhaft finde, aber ja, das ist halt, wie gesagt, hat nichts mit dem Zeitraum zu tun, sondern. Dann kommen wir zum nächsten Bild und zur nächsten Größe, mit der du viel Kontakt hattest, mit der du viel gemacht hast. Kannst du dich an das Bild erinnern? Ich weiß nicht, wo das ist, ehrlich gesagt. Also ich sehe anhand der Mütze, die ich trage, was für ein Zeitraum das ist. Das ist die Mütze, die ich im A-Video hatte und das muss dann im Zeitraum vom Forst des Nordwestens, also 2003 gewesen sein. Aber wo das entstanden ist, habe ich keine Ahnung. Das war also ungefähr die Zeit, wo du wirklich im Mainstream krass durchgestartet bist. Das war so die Zeit mit One natürlich, das Kollabo-Album, was du mit Kollegen gemacht hast. Das war aber... Oh, jetzt habe ich direkt ein Fauxpas begangen, mit Kool Savas meine ich natürlich. Und dann später auch Prison Break Anthem, was ja der Mega-Hit sozusagen war. Aber glaube ich einige Zeit später, weil das ist... Das war zwei Jahre. Das ist 2003 und Prison Break kam ja 2007. Also genau, aber ich meine zwischen One und Prison Break so. Liegen zwei Jahre, genau. Und war das für dich, gerade vor dem Hintergrund, dass du ja am Anfang so ein bisschen... argwöhnisch auf den Mainstream geguckt hast, war das für dich schwierig, damit umzugehen, dass du plötzlich im Rampenlicht standst für die ganze Popwelt? Ich habe bestimmt mal drüber nachgedacht, aber letzten Endes fand ich ja, war das ein Azad-Song, wie man ihn auch von vorher gekannt hätte, sprich mit den Aussagen, die auch in anderen Songs sind oder mit dem Inhalt. Gut, Adel hat halt drauf gesungen, aber ich habe auch vorher schon mit Sängern gearbeitet, schon seit meinem ersten Album, bin auch ein sehr, sehr großer Gesangsfan. Deswegen war aus der Hinsicht eigentlich alles cool für mich so. Und natürlich freue ich mich, wenn ein Song so gefeiert wird und so groß wird. Es war natürlich auch ungewohnt so. Es war ja noch die Zeit, wo diese Klingeltonwerbung im Fernsehen rauf und runter und dann hast du halt alle 20 Sekunden irgendwie so 10 Sekunden aus Prison Break gehört und wurdest therapiert und Gehirn gewaschen. Das war schon hart. Also auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite auch so, wow, was ist denn hier? Ich komme gar nicht mehr weg davon. Aber war ein gutes Ding so. Und stehe ich immer noch voll dahinter. Dann darfst du noch einmal umblättern. Hier. Mit meinen Amigos. Mit deinen Amigos. Wer ist alles dabei? Rechts neben mir steht Solo, links neben mir steht Jace und Hannibal. Weißt du noch, von wann das Foto ist? Das wird Asphalt Inferno 1 gewesen sein. Das sieht man an dem A und dem Mittelfinger, das ich mache, was AI darstellen soll. Asphalt Inferno 1 war 2008. Müsste hinkommen, ja. Ja, grob, glaube ich. Das war ja für dich die Zeit mit Boss Music. War das für dich der Kindheitstraum, dein eigenes Label zu führen und dich quasi und deine Crew selbst an den Start zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also ein früher Traum jetzt. Nicht in meiner Kindheit, habe ich jetzt nicht gedacht, so ich werde mal groß und habe mein eigenes Label. Aber das war schon ein langer Plan, den ich gehegt habe, ein langer Wunsch. So. Und es war ja auch eine unfassbare Zuchtstätte für, gerade im Produktionsbereich, später für die Frankfurter Leute, wer da alles dabei war, M3 und Benny Blanco und die ganze Risti. Ja, Smartelli, also ja, wir haben schon ein paar Diamanten ausgegraben, sag ich mal. Fällt es dir dann ein bisschen leichter, dass du damit abschließen konntest, weil es ja letzten Endes 2009 musstet ihr eure Pforten schließen. Freut dich das, dass du dann eben die Diamanten, die ihr damals gefunden habt, dass du die immer noch funkeln siehst? Natürlich, auf jeden Fall. Das war ein sehr pathetischer Satz gerade, oder? Auf jeden Fall freue ich mich. Das sind gute Jungs, die tolle Arbeit machen und
freut mich, dass diese von anderen Künstlern und auch Fans auch gesehen wird. Und ist natürlich schön für mich auch zu wissen, wie ich indirekt ja dann auch die Musik anderer und auch in der Szene dadurch geprägt habe, indem ich diese Produzenten mehr oder weniger entdeckt habe und die jetzt, sag ich mal, so tätig sind, sogar im Ausland für große Namen produzieren. Das ist natürlich schön für mich. Gut, dann sind wir soweit durch. Gibt es denn ein Foto, was du dir wünschst, was als nächstes in dem Album drin sein könnte? Leben Doppelplatin, oh, schönes Bild. Also jede Platin, eine Platinplatte jeweils. Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich, so beknackt das jetzt klingen mag, mir ist wirklich wichtiger, dass die Musik erkannt wird, das, was ich reingesteckt habe, was in dem Album an Kunst ist, dass das erkannt wird. Weil viele Sachen sind auf einem so, ich will sagen höheren, aber das hört sich so ein bisschen komisch an, auf einem so anderen Level, dass nicht jeder das sofort erkennt. Also Rapper erkennen vieles mehr, weil sie einfach noch weiter in der Materie drin sind, als jetzt die breite Masse. Aber ich weiß, dass die breite Masse sehr viel dazugelernt hat und der musikalische Horizont sehr viel breiter geworden ist. Und das ist mein wirklich größter Wunsch, dass das erkannt wird, was ich mache. Dann sehen wir als nächstes Bild ganz viele kniende Kritiker beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns. So nicht. Also ich will einfach nur, dass das erkannt wird. Und weil ich habe meiner Meinung nach vieles gemacht, was nicht erkannt wurde oder sehr spät erkannt wurde. Und auch an den ein oder anderen Kommentaren merke ich heute noch, okay, die haben es immer noch nicht gesehen. Und dadurch entsteht manchmal das Bedürfnis, das zu erklären. So, weil auch selbst Rap-Kenner, die selber vom Fach sind, vieles nicht wissen. Und wo ich sage, ja, guck mal, das gibt's auch. Und ach so, krass, wusste ich gar nicht. So. Und ja. Gut, dann bin ich mal gespannt. In 20 Jahren treffen wir uns wieder, gehen die nächsten Bilder durch. Alles klar. Also momentan höre ich am liebsten Sia. Ist eine Sängerin, wenn ich mich nicht irre, aus Australien. Und besonders gern höre ich den Song Chandelier in der Piano-Version.